Wir werden starten in dieser Serie heute. Und vielleicht hast du schon das Kleid mal ein bisschen genauer angeschaut und dich gefragt, ja, wie jetzt genau? Den Untertitel kannst du lesen, das oben durch vielleicht nicht so gut. Auch unten ja die deutschen Buchstaben. Warum dass wir das so da draufgeschrieben haben, werden wir nachher dann noch miteinander sehen, was es da mit Aufsicht hat. Vorher hat mich jemand gefragt, hey, was geht es heute eigentlich, was ist das Thema? Und dann habe ich gesagt, und dann hat die Person auch ein bisschen gesmiled, aha, ist ja logisch, oder? In einer Kirche. Irgendwie geht es immer um ihn. Und die nächsten Wochen geht es um ihn. Es geht um den Gott, der sich in diesem Buch drin vorstellt. Es geht um Gott, es geht um sein Wesen, es geht um seinen Charakter. Ich finde es ein bisschen crazy, dass man das könnte, dass es Leute gibt, die sagen, hey, wir können Gott erkennen, wie er ist. Ich weiß nicht, wie du drauf bist. Ich bin so aufgewachsen. Ich habe gute Eltern gehabt, immer noch, sie leben beide. Sie sind sogar so gut oder so für mich zwei Eltern, dass sie sogar unterdessen neben uns wohnen. Vor ein paar Jahren habe ich gefunden, hey, die sind jetzt unterdessen ein bisschen älter geworden und das macht Sinn, wenn die in der Nähe wohnen. Und wir haben es gut miteinander. Und ich mag mich erinnern, früher als kleiner Bub bin ich manchmal, vielleicht hast du das manchmal schon gemacht, bei meinen Eltern bin ich so reingeschlafen ins Nest, so im Gräbli. Ich hatte früher vor allem immer so zwei Matratzen gehabt und jetzt so ein Gräbli gehabt. Und dann habe ich einmal an den Kleiderkasten geschaut. Und an dem Kleiderkasten hat es einen Aufkleber drauf gehabt. Ich muss bekennen, es war nicht ein wirklich schöner Kleiderkasten gewesen, und der Aufkleber war auch nicht schön gewesen. So komisch, orange-rot. Aber etwas ist da drauf gestanden. Und das hat sich in meine Seele und mein Herz hineingebrannt. Auf dem Aufkleber ist gestanden, Gott kennen ist Leben. Gott kennen ist Leben. Und das habe ich oft gelesen. Das habe ich die ganze Zeit gesehen. Oder? Weil ich bin relativ viel bei meinen Eltern reingeschlafen. Und ich habe das immer wieder gelesen. Gott kennen ist Leben. Und ich bin relativ, ich funktioniere relativ einfach, so in meinem Hirn. Ich habe das gelesen als kleiner Bub, gefunden, ah, das stimmt. Ich habe natürlich auch beobachtet, was passiert in meinem Umfeld. Ich habe gewusst, meine Eltern glauben das ja auch. Und ich habe geschaut, wie im Leben meiner Eltern verhebt das, stimmt das? Und zum grossen Teil konnte ich ihm sagen, ja. Und ich habe Leute in meinem Umfeld gehabt, die haben das auch geglaubt. Die sind dem Gott hinein nachgelaufen, die sind dem nachgefolgt, die haben ihr Leben nach ihm ausgerichtet und ich habe gesehen, in dem Leben von diesen Menschen, das hat mich überzeugt. Gott kennen ist Leben, stimmt. Gott kennen ist Leben. Also wenn ich mit Gott zu tun habe, wenn ich den besser kennenlerne, dann ist der Output daraus, dass ich das Leben habe. Das echte Leben. Nicht unbedingt das Leben, wo alles ring läuft, aber the real life findest du nur bei ihm. Und ich bin so froh, habe ich das so früh schon gecheckt, und ich bin so froh um den kalben Wüste Aufkleber, wo die Wahrheit draufgestanden ist. Dass ich das immer und immer wieder gelesen habe. Und ich wünsche mir, dass du in dieser Serie den geheimnisvollen Gott, und darum haben wir das Slide so gestaltet, besser kennenlernst. Dass du entdeckst, Gott kennen ist wirklich das Leben. Und weißt du, das ist nie fertig. Das ist nie fertig, Gott kennenzulernen. Und ich wünsche mir, dass du in diese Serie mit der Haltung hineingehst, was? Ich weiß nicht, vielleicht hast du keine Ahnung von Gott. Bis jetzt. Vielleicht hast du dich noch nicht gross mit ihm befasst. Vielleicht hast du noch kaum in der Bibel gelesen. Vielleicht hast du noch ein bisschen etwas gehört. Vielleicht hast du mal irgendwie ein YouTube-Film gesehen, wo ein Kollege geschickt hat, wo dem Jesus nachfolgt. Vielleicht bist du so langsam dran, irgendwie, du fängst an Fragen zu stellen. Vielleicht bist du aber schon länger mit Gott unterwegs und du hast das Gefühl, du hast so langsam, dass er so beieinander, wie das so ist mit dem. Ich wünsche mir, dass du mit einer Haltung in die Serie reingehst die nächste Woche und sagst, hey, Gott, ich will dich nochmal ganz neu kennenlernen. Ich will nochmal neue Sachen von dir entdecken, die ich bis jetzt so noch nie gecheckt habe.
Deine Vorstellung von Gott bestimmt zu einem grossen Teil darüber, wie dein Leben aussieht. Das, was du über Gott denkst, hat einen direkten Einfluss auf das, wie du dein Leben führst. Wenn du dir Gott zum Beispiel, und das passt so ein bisschen zu uns im Westen, zu unserer Kultur, wenn du dir Gott vorstellst als zum Beispiel so ein bisschen als dein Life-Coach, oder so dein übernatürlicher Life-Coach, der einfach da ist für dich und dein Leben optimiert und das Potenzial in dir sieht und einfach das Maximum aus dir rausholt. Wenn du ihn so siehst, nur, dann ist er dein Life-Coach. Und wenn dann irgendetwas passiert, wo nicht in das Life-Coach-Bild reinpasst, dann findest du es irgendwie komisch. Dann bist du irgendwie verwirrt. Wenn du dir Gott vorstellst, als jemand, der dir sagt, schau mal, wenn du hingehst und die nicht an mich glauben, einen Kopf kürzer machst, wenn du das glaubst, wenn du glaubst, dass er dich für so Aktionen belohnt, dann wirst du zu einem Tyrann. Dann wirst du mit so einem Gottesbild zu einem Mensch, der ready ist, Abscheuliches zu tun. Wenn du dir Gott vorstellst als jemand, der so ein bisschen easy-peasy-mäßig drauf ist, so ein easy gechillter Gott, oder so ein, der einfach, ich meine, der ist cool, oder? Der ist easy, der ist einfach gechillt, grundsätzlich gechillt. Wenn du so eine Vorstellung hast von Gott, wo einfach chillig unterwegs ist, wo ein bisschen dir zuschaut im Leben und auch so ein bisschen findet, ja, du bist schon easy, wenn du mal ein bisschen über die Stränge schlägst, dann nachher hat das einen direkten Einfluss auf das, wie du dein Leben führst. Weil dann, wenn du einen Easy-Peasy-Gott glaubst, dann spielt das nicht so eine Rolle, wie ich mein Leben führe. Ob ich das mit der Steuererklärung so genau nehme. Oder was auch immer. Versteht ihr? Also unsere Vorstellungen, das, was du von Gott denkst, hat immer eine Auswirkung auf das, was du tust und fühlst. Und glaubst. Es hat einen direkten Zusammenhang. Darum ist es kein wichtig, dass wir unser Gottesbild immer wieder hinterfragen und auch das hinterfragen, was wir vielleicht gelernt haben, gehört haben von anderen, ob es jetzt deine Eltern sind, deine Kollegen sind oder irgendein Pastor ist, dass du selbstständig anfängst zu überlegen, warte mal, wie ist er denn? Die Wahrheit ist, dass die meisten Menschen sich Gott so vorstellen, wie sie selber sind. Habe ich mir sagen lassen. Ich habe hier ein bisschen ein provokatives Zitat mitgebracht. Das heisst folgendermaßen: Here is how you know if you have created God in your own image. Das ist die Behauptung von ihm. Dass wir Menschen sehr, sehr gut drin sind, unser Bild von Gott zu machen, das uns entspricht. Wir schliessen von dem, wie wir so sind und wir so ticken, auf ihn. Und er sagt uns jetzt da, wie ich herausfinden kann, ob ich so tick oder nicht. Du kannst es so herausfinden. He agrees with you on everything. Also wenn du an einen Gott glaubst, wo du das Gefühl hast, der ist mit mir immer einverstanden, dann könnte das sein, dass es eher ein Gott ist, der dir selber in deinen Gedanken so ein bisschen zusammengebastelt hast. You never get mad at him or blown away by him or you are scared of him because he is controllable. Also, wenn du auf diese Falle reintappst, dann wirst du nie wütig sein mit Gott, weil er ist ja immer in deiner Meinung. Du wirst nie von ihm irgendwie überwältigt sein, im Sinne, was? So bist du? Du wirst auch nie Furcht oder Angst vor ihm haben. Weil er ist ja dein Gott, den du dir zusammengebaut hast. Mega provokativ. Aber ich glaube, das hat etwas. Wenn ich ehrlich bin, dann kriege ich etwa die in die Falle hinein. Und ich wünsche mir, dass wir in dieser Serie können, unser Denken über ihn, von ihm prägen lassen. Und wir müssen zurück
zu dem, wo der Startpunkt ist. Wir müssen, oder die Frage ist ja, ja, gut, also wie finde ich denn raus, wer der Gott ist? Wo ist denn die Quelle? Wo ist denn die Quelle? Viele von euch, die schon länger mit dem Gott unterwegs sind, wissen, okay, das hat mit dem Buch zu. Vielleicht bist du neu bei uns da, das erste Mal oder schon ein paar Mal. Es ist tatsächlich so. Es ist so, dass die Quelle von der Offenbarung von Gott ein Buch ist. Besser gesagt, eine Bibliothek. Oder anders gesagt, eine Geschichte. Weil das, was wir hier in der Hand haben, ist eine Geschichte. Das ist nichts anderes als die Geschichte, die Gott mit dem Menschen geschrieben hat. Über ein paar tausend Jahre. Das ist crazy. Und ich kann das in die Hand nehmen. Als ein grosser Schinken, so. So richtig, oder? Schwer. Oder auf dem Handy heutzutage. Alle möglichen Übersetzungen, kannst du gerade nachscrollen. Das ist die Geschichte, die Gott mit dem Menschen geschrieben hat. Und seine grosse Absicht ist, dass du ihn besser kennenlernst. Er offenbart sein Wesen. Und wir wollen heute eine Stelle anschauen, speziell, oder die nächsten Wochen. Wir werden das als eine Ausgangsstelle nehmen für unser Nachdenken darüber, wie ist denn der Gott, wer ist denn der Gott? Und das ist eine Stelle im zweiten Mosebuch. Es ist das zweite Buch in der Bibel. Man kann dem auch Exodus sagen. Und dort gibt es eine Stelle, wo ganz viele andere Bibelstellen immer wieder darauf Bezug nehmen. Das ist eine mega, mega, mega Höhepunktstelle, also mega wichtige, weil dort Gott sich beschreibt. Wir haben sie vorher zusammen gelesen, Josch hat sie vorgelesen. Dort tut Gott seinen Charakter beschreiben, offenbaren, kann man auch sagen. Und diese Stelle werden wir miteinander anschauen. Was ist der Zusammenhang in dieser Stelle? Ich kann euch nicht die ganze Story jetzt erzählen, was bis dort an passiert ist. Nur ganz knapp so viel. Gott beruft ein Volk mit dem Abraham, fängt er an. Er nimmt den Abraham zuerst, und sagt, mit dir will ich ein Volk gründen, eine neue Nation. Und ich will dich segnen und das Volk segnen. Warum? Genesis 12, könnt ihr es nachlesen. Weil ich will meine ganze Welt segnen. Ich erwähle dich und ich werde dich so mega segnen, dass du und alle, die deine Nachkommen sind, zum Segen werden für die ganze Welt. Das ist der Plan. Das ist der Plan mit dem Volk Israel. Gut, dann passieren verschiedene Sachen. Das Volk wird kommt in die Sklaverei auf Ägypten. Sie sind dort, am Anfang sind sie noch nicht Sklaven, aber es geht drunter und drüber. Sie sind dort ganz lang, dann kommt die Geschichte mit dem Mose, wo er berufen wird. Wir schauen sie nachher noch ein bisschen genauer an. Und dann kommt Mose, befreit sein Volk, er führt sie raus durch verschiedene Wunder durch, werden sie aus Ägypten rausgeführt und jetzt sind sie in der Wüste. Sie haben ein riesiges Wunder erlebt. Auszug aus Ägypten. Und sie wissen, wir kommen jetzt zurück. Wir kommen in das verheißene Land. Und jetzt sind sie in der Wüste. Und an dieser Stelle hier offenbart sich Gott ganz besonders. Sie haben gerade die 10 Gebote bekommen. Und dann passiert etwas, wo, wenn man das so liest, man einfach nicht fassen kann, dass das möglich ist. Mose ist weg, 40 Tage. Er geht zu Gott auf den Sinai, kommt die Steintafel über. Und das Volk Israel wird ungeduldig und sie fangen an, sich einen eigenen Gott zu machen. Warum machen sie denn das? Weil das Menschen sind, wie du und ich. Und was machen Menschen? Sie probieren sich einen Gott zu kreieren, der ihnen passt. Was machen sie für einen Gott? Sie machen sich einen, den sie in Ägypten schon gesehen haben. Die haben nämlich auch so goldige Dinger dort gehabt. Sie wollen einen Gott, den man sieht. By the way, gibt es heute noch. Nepal, Kathmandu, bin ich gewesen. Dort ist ein riesen Teil im Tempel. Und natürlich nur Hindus dürfen rein. Aber ich habe das Ding von hinten gesehen. Das gibt's.
Goldig, riesengroß. Sie da haben sich nur so ein kleines wahrscheinlich gemacht. Wie groß es genau war, weiß man nicht. Aber sie haben sich etwas gemacht, einen Gott, wo sie gesehen, wo sie gesagt haben, der Mose ist jetzt nicht mehr rum. Vielleicht hat das gar nicht irgendwie geklappt. Tschüss, wir machen uns einen eigenen. Mose kommt zurück, ist entsetzt. Gott ist entsetzt. Und das wäre fast der Schlusspunkt gewesen vom Volk Israel. Ist es dann aber nicht, weil Mose mit Gott ins Gespräch kommt. Und dann steigen wir in den Text 33, Vers 11. Mose ist am Tiefpunkt eigentlich dort in dieser Situation, weil sein Volk, die, die er aus Ägypten rausgeführt haben, einen radikalen Fehler, kapitale Sünde begangen hat. Nämlich ihren Gott verloren hat und sich einen Götz gemacht hat. Und dann heisst es so, Mose aber nahm das Zelt und schlug es draußen auf, fern von dem Lager und nannte es Stiftshütte. Und wer den Herrn befragen wollte, musste herausgehen zur Stiftshütte vor das Lager. Und wenn Mose hinausging zur Stiftshütte, so stand alles Volk auf und jeder trat in seines Zeltes Tür und sah ihm nach, bis er zur Stiftshütte kam. Und wenn Mose zur Stiftshütte kam, so kam die Wolkensäule hernieder und stand in der Tür der Stiftshütte und der Herr redete mit Mose. Also das ist dort Rede von einem Zelt. Das ist noch nicht die richtig gestylte Stiftshütte gewesen. Das war wie so ein Vorläufer gewesen da noch. Aber das ist der Ort gewesen, wo Mose können mit Gott reden. Und es ist dort Rede von so einer Wolke, die runterkommt. Also Mose redet mit Gott. Crazy. Und dann heisst es, das Volk, das gesehen hat und beobachtet hat, aber sie sind schön im Hintergrund geblieben. Dann heisst es im Vers 11, der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht. Wie ein Mann mit seinem Freunde redet. Krass. Mose hat eine ganz enge, intime Beziehung gehabt und hat mit Gott von Angesicht zu Angesicht geredet. Und dann geht es weiter in dem Text und Mose bittet Gott darum, verlass uns jetzt nicht, sondern führ uns weiter, auch wenn mein Volk so einen krassen Fehler gemacht hat und dich verloren hat. Und dann sagt der Mose Folgendes im Vers 18, Kapitel 33. Und Mose sprach, und er hätte Bitte ein, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Mose sagt zu Gott, ich will sehen, Herrlichkeit heisst, ich will deine Fülle sehen, deine Schönheit, dein Gewicht, deine Bedeutung. Ich will wissen, wie du bist. Ich will nicht einfach irgendwie, das kann doch nicht sein, dass wir uns so ein Kalb aus Gold gießen und das Gefühl haben, das bist du. Die haben das, oder? Ich will wissen, wie bist du? Zeig mir deine Herrlichkeit. Deine Gegenwart. Und was sagt Gott? Und er sprach, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen. All meine Güte vorübergehen lassen. Und ich will vor dir kundtun, was? Ich will vor dir kundtun den Namen des Herrn. Gott sagt, ich werde dir sagen, wie ich bin. Ich werde dir meine Herrlichkeit zeigen, indem ich dir meinen Namen sage. Hä? Das ist speziell, oder? Wir checken das drum nicht, weil für uns heute Namen nicht mehr so die mega Bedeutung haben, oder? Ich weiß nicht, wie du heisst, also mal von vielen weiss es, aber vermutlich ist dein Name, den du hast, nicht jetzt gerade unbedingt deine Identität. Früher war das viel mehr so gewesen. Beispiel, ich habe es vorher erwähnt, Abraham. Der Abraham hat vorher Abram geheißen. Und Abram heißt ganz einfach erhabener Vater. Und wo Gott ihn beruft und sagt, schau mal, ich habe mit dir, Junge, etwas im Sinn. Ich will dich zu einem grossen Volk machen, sagt er dir, so, und ich gebe dir jetzt einen anderen Namen, und zwar Abraham. Und Abraham heißt, du wirst der Vater sein von vielen Völkern. Und das hat seine Identität bestimmt. Es gibt noch ganz viele andere Beispiele. Jakob zum Beispiel heißt, simpel gesagt, Beschisser.
wenn ihr sein Leben kennt, ist es so. Und, oder versteht ihr, wenn Gott sagt, da Mose, ich zeige dir meinen Namen, dann sagt er eigentlich, und das ist für den Mose so klar, weil er in dieser Kultur gelebt hat, ah, Gott zeigt mir jetzt, wie er ist. Er zeigt mir seinen Charakter. Ich darf in sein Innerste hineinschauen. Drum sagt Gott da, ich zeige dir, ich offenbare dir meinen Namen. Der Name ist viel mehr als ein Label. Viel mehr einfach als nur ein Label. Das erste Mal, wir müssen ein bisschen zurückblättern, das erste Mal, wo jetzt denn, wo der Name kommt von Gott. Sorry, schnell. Das erste Mal, wo der Name kommt, ist im 2. Mose auch, aber im Kapitel 3. Ich habe das mega spannend gefunden, als ich das entdeckt habe, was das bedeutet. 2. Mose 3, das ist die Berufung von Mose. Der Mose, der abgehauen ist, er hat einen gröberen Seich gemacht, auf Deutsch gesagt, das ist ein bisschen banal gesagt, er ist abgehauen und Gott zeigt sich ihm, das ist die bekannte Geschichte, in einem Dornbusch, der brennt und nie aufhört zu brennen. Und Gott sagt, schau mal Mose, dich habe ich ausgewählt, dich, by the way, Mörder, habe ich auserwählt, um mein Volk aus der Sklaverei zu holen. Und der Mose kennt vielleicht die Geschichte, der will ja nicht. Der sagt, ja, warum ich und kennst du nicht jemand anders und ich auch nicht schnurren und sowieso. Und dann fragt Mose ihn, wenn ich, okay, irgendwann ist er ready und sagt, ich gehe. Und dann fragt er Gott, wenn ich dann zu meinen Leuten gehe auf Ägypten und ihnen sage, wir werden zurückgeführt werden. Was soll ich denn sagen? Wer ist denn der, der mich geschickt hat? Wie soll ich ihnen sagen, wer du bist? Für ihn war klar, du bist der Gott von meinen Vätern und so. Ja, ja, das schon. Von Abraham, Isaac und so weiter. Aber wie soll ich dich vorstellen? Und dann sagt Gott etwas Spannendes. 2. Mose 3, Vers 14. Gott sprach zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde. Aha, schon cooler Name. Ich werde sein, der ich sein werde. Und er sprach, so sollst du zu den Israeliten sagen, ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose, so sollst du zu den Israeliten sagen. Und jetzt steht bei mir in meiner Bibel groß geschrieben, der Herr. Herr mit Großbuchstaben. Der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und so weiter. Also, Mose fragt ihn, also, wie soll ich denn von dir erzählen? Wie ist denn dein Name? Wie ist dein Name? Was ist dein Charakter? Wer bist denn du? Gott. Also nicht einfach Name im Sinn von, keine Ahnung, der Herbert oder der Franz oder irgendeinen Name. Sondern mit dem meint er, wie ist dein Name? Wie bist du? Wie tickst du? Wie ist der Gott? Und versteht ihr? Das ist das, was Mose wissen will. Und Gott sagt, weißt du, wer ich bin? Ich bin der, ich bin. Das klingt irgendwie so ein bisschen im ersten Moment komisch. Aber das heisst eigentlich nichts anderes, als Gott da ihm sagt, schau mal, ich bin der, der zuverlässig ist. Ich bin der, jetzt, wo ich auch sein werde in Zukunft. So kann man es nämlich auch übersetzen. Ich bin der, der jetzt ist und auch in Zukunft bin ich der. Ich bin kein Fähnchen im Wind, wo mal so ist und mal so. In meinem Charakter bleibe ich gleich. Der schickt euch. Der holt euch aus der Sklaverei raus. Und unten dran sagt er, der Herr. Und das Wort, das da steht, der Herr, das ist das Wort da. Das steht im Text in der hebräischen Bibel. By the way, die ist in Hebräisch geschrieben worden, der Detail. So, das kann niemand von uns lesen. Und selbst wenn du Hebräisch kannst, kannst du nicht hundertprozentig sagen, was das heisst. Warum? Es fehlt da Vokal. Das sind nur Konsonanten. So viel weiß ich noch vom Hebräisch, das ich mal im Studium hatte. Leider habe ich es ein bisschen verpasst, dran zu bleiben, aber das weiß ich noch. Das sind nur Konsonanten. Konsonanten ist zum Beispiel L und K und M.
Und A, I, O, U, das sind Vokal. Einfach für die, die im Deutsch nicht so. Die fehlen da, die Vokal. Drum ist das eigentlich das, was da steht. Das steht da. Lo, jetzt ist das einfach so, die haben das dort mal so geschrieben. Warum? Weil Vokal weglassen einfach gäbig ist. Es geht viel schneller, das zu schreiben. Oder? Vokal kannst du weglassen. Es ist übrigens heute noch in Israel, wenn du dort bist, siehst du die Sachen, die angeschrieben sind, so immer nur eigentlich Konsonanten. Vokal sind weg. Kannst du es mal ausprobieren, wenn man Text, mit Deutschtext, du mal alle Vokale rausschmeißen. Du kannst es immer noch recht gut lesen. Die können das, wir nicht. So. Was der Name von Gott ist, ist ziemlich sicher, wenn man die Vokale dazu tut, wo man davon ausgeht, das sind die richtigen Jahwe. Es ist ziemlich, ziemlich sicher, aber nicht ganz sicher. Drum, okay. Woher kommt der Name? Der Name, der da steht, hat die gleiche Wurzel wie ich bin, der ich bin. Das ist also sein, hä? Das Wort Sein steckt da dem Wort zugrunde. Also ich bin der Gott, wo ich bin. Ich bin der Unveränderliche. Das ist unser Gott. Das ist sein Name. Das ist der erste Part, wo Gott Mose offenbart. Und dann später offenbart er ihm seinen Namen und tut ihn ausdeutschen, sozusagen. Er tut ihn erklären. In dieser Stelle, die wir vorher gelesen haben. Ich muss da nochmal schnell zurück. Das ist die Stelle da. Diese Stelle werden wir die nächsten Wochen noch neu anschauen. Steht dort oben, Jahwe, Jahwe. In deiner Bibel steht vielleicht einfach Herr, Herr, Gott. Und dann beschreibt er sich. Und das ist das Krasse, dass Gott sich mit seinem Namen dir vorstellt und einen Einblick gibt in seinen Charakter. In seinen Charakter. Wir werden in der ganzen Serie immer das machen. Wir werden einen kurzen Hebräisch-Check machen. Das ist jetzt so sehr schnell gewesen. Wir werden die AT-Story anschauen, das haben wir jetzt auch schon gerade abgehökelt, wo etwas von dem Charakter von Gott vorkommt. Jetzt, heute ist es nur um den Namen gegangen. Der Name kommt von dieser Stelle Exodus 3 und Exodus 34. Und wir werden schauen, wo kommt das bei Jesus denn vor, der Charakterzug? Und was hat das mit uns zu tun? Das Prinzip werden wir die nächsten Mal immer miteinander anschauen. Also nochmal zum Erklären. Ich bin, heisst auf Hebräisch Eke, so ungefähr ausgesprochen. Er ist, heisst Yahweh. Okay? Also wenn Gott sagt, ich bin der ich bin, segne ich heisst so, ich bin der ich bin. Kannst du auch sagen, Yahweh. Er ist, der er ist. Wenn es checkt. Okay. Das Interessante ist, dass das Volk Israel, die das geschrieben haben, all die Schriftsteller, und im Judentum, hat man Angst bekommen. Weil man hat nicht so recht gewusst, wie spricht man den Namen wirklich aus. Und darum hat man angefangen, den Namen einfach nicht mehr auszusprechen. Man hat einen anderen Namen genommen. Und einer der ganz bekannten Namen ist, wo das jüdische Volk heute noch braucht, wenn sie über Gott reden, ist Adonai. Mega schön. Adonai. Sie redet von Gott. Vom Adonai. Adonai ist aber kein Name eigentlich, sondern das ist eigentlich ein Titel. Und der Titel, der am besten zu Adonai passt, im Deutsch ist der Herr. Oder auf Griechisch Kyrios. Darum steht in deiner Bibel meistens der Herr. Dort, wo eigentlich Yahweh steht. Okay? Das ist der Zusammenhang. Und eigentlich ist das ein bisschen schade. Es ist verständlich aus jüdischer Sicht, warum sie das so gemacht haben. Sie haben Angst gehabt, vielleicht sprechen sie den Namen falsch aus und verstoßen vielleicht noch gegen ein Gebot. Darum haben sie gefunden, wir lernen es besser und reden ihn nicht mehr mit Yahweh an, sondern sie haben vor allem Adonai genommen oder auch noch Hashem, das ist einfach der Name. Aus Respekt und aus Furcht, sie könnten etwas falsch machen. Gehen wir einen Schritt weiter zu Jesus. Was hat das mit Jesus zu tun, fragst du dich vielleicht? Wo liegt da der Zusammenhang? Wir schauen eine Stelle an, wo ich eine der coolsten Stellen finde.
Und die passt mega zu dieser Stelle vom Alten Testament von Mose. Da kommt der Philippus in der Rolle sozusagen von Mose nicht zum Jahwe, zu Gott, sondern er geht zu Jesus und sagt, weißt du was? Zeig mir, wer du bist, wie der Vater ist. Es steht da im Johannes. Herr, hat der Philippus gesagt, ist für ihn klar gewesen, dass man so Jesus auch anspricht. Zeig uns den Vater. Wenn wir das wissen, wie der Vater ist, nämlich Gott, dann langt das uns. Und dann sagt Jesus, jetzt bin ich schon so lange bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus? Philippus fragt, zeig mir den Vater. Mose fragt, zeig mir deine Herrlichkeit. Jesus sagt zum Philippus, hä? Komische Frage. Du bist schon die ganze Zeit bei euch. Und du kennst mich immer noch nicht. Jesus sagt, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du dann sagen, zeig uns den Vater? Johannes schrieb das. Und Johannes fängt sein Evangelium besonders an. Im Vers 14 schrieb er, er, der das Wort ist. Das gehen wir jetzt nicht ein, was mit dem Wort gemeint ist. Jesus ist damit gemeint. Er wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte, wohnte, könnte man auch sagen, unter uns. Hä? Also, vorher haben wir gelesen, Mose, draussen, beim Zelt. Gott hat dort gewohnt, war bei ihnen gewesen, im Zelt, in dieser Wolkensäule. Johannes sagt, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und wohnte unter uns. Und was haben sie gesehen? Wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt. Er, der vom Vater kommt. Sehen der Zusammenhang? Wisst ihr, was das bedeutet? Das heißt nichts anders, dass der Gott, wo mit größter Wahrscheinlichkeit im Alten Testament als Jahwe sich vorgestellt hat, als der gesagt hat, ich bin, wo ich bin, ich bleibe gleich, ich bin der, wo wir nächstes Mal werden anschauen, voller Güte und Barmherzigkeit und so weiter. Wisst ihr, wer der Jahwe ist? Wie er ist? Wie er aussieht? Was er macht? Jesus. Jesus ist sozusagen der Mensch gewordene Jahwe. Jesus ist nicht einfach ein bisschen der freaky Sohn von einem Gott, wo wir im Alten Testament davon lesen, wo wir manchmal ein bisschen leer schlucken und uns fragen, wow. Und Jesus ist so ein bisschen der, der es halt ein bisschen anders sieht. Und so. Nein, der Charakter von Jahwe, der im Alten Testament schon vorkommt, wird so richtig, richtig in seiner ganzen Fülle offenbart. In einem Zimmermann. In einem Mensch. In Jesus. Und jetzt, sagt der Johannes, wir haben ihn gesehen. Seine ganze Herrlichkeit. Der Mose hat ein Stück von dem gesehen. Der Mose hat immerhin seinen Namen gekannt. Und hat gewusst, wie sein Charakter ist. Er hat ihn erlebt, aber nie so wirklich, so ganz. Er hat Wunder erlebt, ja. Aber das, was da passiert ist durch Jesus, ist nochmal ein ganz anderes Level. Sie haben ihn richtig erlebt, als Mensch zum Anlangen. Und darum sagt Jesus, wo der Philippus ihn fragt, zeig mir den Vater, ja, da bin ich doch. Da, that's me. Der, den du kennst, Philippus. Der, wo der Mose gefeitet hat damit. Das bin ich, sozusagen. Schau mich an, dann kennst du ihn. Und das ist mind-blowing. Das ist crazy. Verstehen Sie die Zusammenhänge? Das sind Wörter, die gebraucht werden. Die gleichen Wörter, die gebraucht werden.
Jesus sagt, wenn er zu Gott, seinem Vater, betet, zu Gott Vater, betet er zu ihm in einem ganz, ganz intimen Gebet, im Kapitel 17 Johannes. Was sagt er dort? Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart. Sehen Sie das wieder? Sein Name, sein Charakter, sein Wesen erkennst du in Jesus. Das ist mega cool. Das ist gewaltig. Jesus sagt, hey, ich habe es gemacht. Ich habe jetzt den Auftrag erfüllt. Ich habe deinen Menschen gezeigt, wie du wirklich bist. Und noch eine letzte Stelle aus dem Hebräerbrief. Da heißt es, Jesus ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit. Kennt ihr das? Jesus ist das vollkommene Abbild von dieser Herrlichkeit von Gott. Der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Und nachdem er das Opfer gebracht hat, das von den Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, den Platz an der rechten Seite Gottes, der höchsten Majestät. Ich finde das faszinierend, die Zusammenhänge zu sehen. Jesus ist der, wo der Charakter von Gott in seiner ganzen Fülle zeigt. Was heißt das für dich? Was heißt das für uns? Zwei kurze Gedanken. Wenn das so ist, dass Gott schon mit einem Mose so redet, wie wir das vorher gelesen haben, dann ist das Fakt, dass Gott eine Person ist und nicht ein System oder ein Gedankenkonstrukt. Manchmal tendieren wir dazu, zu denken, es ist vor allem wichtig, was für Attribute Gott hat. Also er ist allmächtig, allwissend und so weiter. Mag alles stimmen und auch wichtig sein, aber Gottes Herzschlag für dich ist, dass er eine persönliche Beziehung zu dir haben will. Und ich habe gemerkt, als ich die Stelle gelesen habe, gerade wie schon der Mose mit Jahwe umgegangen ist, ich habe gemerkt, wow, Timo, da kannst du noch viel lernen von dem Mose. Weil der Mose ist mutig gewesen. Der Mose hat echte Beziehung zu Jahwe gelebt. Crazy. Er hat mit ihm gefightet. Er hat mit ihm diskutiert. Er ist mit ihm dran gewesen. Er hat ihn gebeten und er hat auf Antwort gewartet. Verstehst du? Das ist nicht so, gib mir das und gib mir ein paar Tipps, Gott, wie ich mein Leben könnte optimieren könnte. Sondern da ist es ums echte Leben gegangen. Da ist Drama gewesen. Und ich lade dich ein, dem nachzugehen. Nimm den Punkt mit. Gott wird dich kennen. Das ist schon immer das, was er wollte. Er wird dich kennen und er wird, dass du ihn kennst. Das ist sein Antrieb. Das ist so ähnlich wie bei einem verliebten Pärchen oder bei richtig guten Freunden. Die wollen sich immer besser kennenlernen. Die sind fasziniert am Charakter vom anderen. Die sagen, hey krass, wir gehen miteinander einen Weg und ich werde nie fertig sein, meine Frau nicht besser, noch besser kennenzulernen. Und bei Gott, bei Jahwe, bei Jesus ist es ähnlich. Er will dich viel mehr kennenlernen, wie du vielleicht ihn. Er hat Interesse an dir. Er will dich kennen. Und das Zweite, ganz einfach. Schau mal. Mose war der, der zu Gott gekommen ist. Der Mose war einer von denen, der es gecheckt hat, ich muss in die Gegenwart von Gott kommen, ich muss mit ihm interagieren und ich muss mit ihm dranbleiben. Ich will ihn erkennen, ich will wissen, wie er tickt, ich will sein Wesen verstehen. Und das ist ein Beispiel für das, wie es nachher eigentlich für alle Menschen gilt. Das ist ein Beispiel, wo wir uns daran orientieren. Und weißt du, was du musst? Du musst nicht auf den Berg hochlaufen. Du musst ja nicht irgendwie so ein Zelt bauen. Seit Jesus am Kreuz gestorben ist, ist der Zugang offen.
Und das Ziel von Jahwe, von Jesus, ist, dass du immer mehr umtrieben bist von dem, was ihn beschäftigt. Es geht viel weniger darum, zum bei Gott irgendwie etwas sich abzuholen und überzukommen und ein bisschen einen Feinschliff überkommen für unser Leben. Sondern Gottes Herzschlag ist, dass du so eine enge Beziehung zu ihm hast, dass sein Charakter dein Charakter wird. Dass sein Wesen dein Wesen wird. Dass das, was ihn umtreibt, dich umtreibt. Dass seine Liebe zu den Menschen zu dir kommt, in dich hinein, und du nicht mehr anders kannst wie Menschen lieben. Du kannst nicht mehr anders. Verstehst du? Dass seine Grosszügigkeit dich so dermaßen flasht, dass du sagst, ich kann nicht mehr anders wie grosszügig sein. Darum lade ich dich ein, komm zu ihm. Komm einfach zu ihm. Du darfst heute Abend, wir haben das Kreuz, das haben wir immer da stehen. Komm zu ihm und sagst, Jesus, lebendig gewordener Gott, Herr und Jahwe, zu dir will ich kommen. Zu dir will ich kommen. Es tut mir leid, dass ich irgendwie mir etwas vorgestellt habe, wie du bist oder auch nicht bist. Dass ich meine Gedanken auf dich projiziert habe. Ich will, dass deine Gedanken mich lenken und mich bestimmen. Du darfst kommen und dich baden in seiner Liebe, in seiner Vergebung. Du darfst kommen in all deinen Zweifeln und all deinen Fragen. Du darfst einfach zu ihm kommen und sagen, Jesus, ich brauche dich. Ich will dich besser kennenlernen. Und wenn du das willst, lade ich dich ein zum Beten mit mir. Danke, dass das so ist. Dass das Wahrheit ist, dass du ein Gott bist, der sich offenbart hat, Mose und ganz vielen anderen in deiner Geschichte, Gott, wo du mit uns geschrieben hast. Danke, dass du in Jesus Mensch geworden bist. Danke, Jesus, wenn wir dein Leben studieren, dass wir dann den Charakter von unserem Schöpfer, das Wesen von unserem Schöpfer immer besser kennenlernen. Und ich wünsche mir für uns, für mich selber, dass ich noch viel mehr von dem fasziniert bin und begeistert bin. Und dass es direkte Auswirkungen hat in meinem Leben. Weil deine Absicht ist, dass mir dein Charakter, dein Wesen widerspiegelt. Deine Absicht ist, dass du in uns wohnst. Damit Menschen, wenn sie uns begegnen, heimkommen zu dir. Danke vielmals für das. Dass du mit uns einen Weg gehst, dass du dieses Bild von dir darfst sprengen und erweitern. Ich lade dich ein, dass du kommst jetzt zu jedem von uns, dass wir mutig sind, zu dir kommen, deine Nähe suchen, deine Herrlichkeit suchen.